Yo, motherfuckers! What's up, eh? You better press your left butt to send all of your luck right to Granny! Enjoy the video, motherfuckers! Yeah! Yo, wunderschönen guten Abend, meine Schwulenspritzer. Granny ist hier am Start. Und yo, Mates, heute gibt's mal wieder ordentlich Fortnite PvE auf den Nacken. Wir haben nämlich eine geile Waffe: Kupferedelwerfer. Absolut leckeres Ding. Wirklich, wirklich sexuell. Muss man sagen, ist auch eine alte Waffe. Ich bin froh, dass sie wieder in den Shop zurückkam. Sie sieht einmal natürlich ultra sexy aus, ja. Also hier mit dem Boom drauf und schön so eine Kaugummifarbe und so. Gefällt mir vom Style her schon mal echt gut. Und ist natürlich auch eine der besten Raketenwerfer, wenn nicht sogar der beste Raketenwerfer. Da streiten sich die Geister noch, ob jetzt Edelwerfer oder Dampfsprenger. Naja, aber da gucken wir auf jeden Fall mal. Wir werden die jetzt auch auf jeden Fall aufleveln und danach austesten. 1 Million Skizzen EP haben wir hier am Start. Und was wir hier skillen, bin ich mir absolut unschlüssig. Ich habe auch noch einen im Inventar von einem Kumpel. Der hat die komplett gemaxed. Legendär, zeige ich euch auch gleich. Mit 3x Damage und 1x Nachladegeschwindigkeit. Ich schaue mir die Perks hier gleich mal an und guck mal, was ich daraus mache. Ja? Also hier ein Kumpel, der MB Gaming. Grüße gehen raus. Der hat gemeint, dass der auf jeden Fall 3x Damage drauf machen wird und 1x Nachladegeschwindigkeit, glaube ich. Ich muss mal gucken. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich da auf jeden Fall Haltbarkeit drauf prügeln werde. So, zack, wir haben zum Glück von allem genug. Können die direkt auf 106 drauf prügeln. Und dann schauen wir uns die Nummer mal an. So, 106 ist sie. Ich hoffe, ich habe hier auch genug, um hin und her zu switchen. Oh Gott, ich habe noch 1000 Vorteil fix, aber ich habe, glaube ich, noch ein bisschen Gold übrig. Hier hätten wir wieder 10% Schaden. Schussrate macht ja für mich gar keinen Sinn. Da würde ich Einschlag machen. Ah, da könnte ich eigentlich Nachladegeschwindigkeit draufballern. Einschlag weiß ich ja auch nicht. Nee, Einschlag bringt auch nichts. Da würde ich jetzt eigentlich Nachladegeschwindigkeit draufballern. Hier den Schaden lassen. Und hier, glaube ich, nochmal Schaden draufballern. Weil Schaden gegen leidende Ziele, also... Ich meine, okay, das lohnt sich, wenn man mit mehreren Leuten jetzt mit dem Edelwerfer spielt, dann ist das vielleicht gar nicht schlecht. Gegen die Dicken auch, dass sie noch ordentlich Damage bekommen. Aber ich denke, Hauptziel ist es ja, die Kleinen damit wegzuklären. Aber vielleicht lasse ich davon auch erstmal die Finger. Ich muss erstmal hier nochmal in den Shop. So, wir können auch nochmal ganz kurz auf den Shop eingehen. Und zwar würde ich die Eventwaffen eigentlich immer kaufen. Also da würde ich auf jeden Fall Farm gehen, Gold holen und die Eventwaffen auf jeden Fall holen. Hier, Kupfer Wintertech, auf jeden Fall werde ich mir die auch noch holen. Scrollen wir mal ein bisschen weiter runter. Legendäre Kraftquellen, auch echt immer cool. Vor allem, wenn ihr viel Purple-Zeug habt, was ihr vielleicht noch aufwerten wollt. Also die würde ich mir auch immer kaufen. Es gibt eigentlich meistens was man upgraden will. Außer man ist jetzt schon über Level 70 oder sowas. Dann hat das meiste schon zusammengefarmt. Aber unter Level 70 auf jeden Fall immer kaufen. Reiner Regentropfen kaufe ich mir auch immer. Blitz in der Flasche mittlerweile auch, das Auge des Sturms auch. Epische Kraftquellen würde ich mir nicht holen, das ist mir dann immer zu teuer, vom Blau auf legendär aufzuwerten. Kann man aber natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will den besten Bärenentdecker im Spiel, ja, dann kann man sich hier den Vollstrecker Chrisley direkt holen, da holt man sich epische Kraftquellen und die legendäre Kraftquellen und nach 2 Wochen kann man den dann komplett aufwerten von Blau zu Gold. Vorteil Plus werde ich mir auf jeden Fall auch noch holen, ihr habt es gesehen, die gehen mir aus und Vorteil fix auf jeden Fall gönnen. Vorteil bloß grün kann man sich eigentlich auch gönnen. Also ja, das sind so die Sachen. Die Wandpfeile finde ich sogar relativ cool. Würde ich mir auch holen. Habe ich natürlich jetzt leider schon. Wenn einer von euch Bock hat, die Waffe mal zu testen, dann schreibt mal euren Fortnite-Tag unten in die Kommentare. Ich werde 2 von euch adden und die 2 Leute bekommen dann je 5 Edelwerfer von mir. Werde ich dann herstellen. Dann könnt ihr die auch mal ein bisschen testen, wenn ihr euch unsicher seid. Wollt ihr die zocken, wollt ihr die kaufen oder wollt ihr die einfach mal auf 106 haben? Einfach in die Kommentare ballern. Und jetzt skillen wir hier erstmal um. Also Nachladegeschwindigkeit hier macht ja denn keinen Sinn. Schussrate macht ja absolut keinen Sinn. Haben wir jetzt mal Nachladegeschwindigkeit drauf. Ich gucke aber erst auch nochmal, bevor ich hier komplett verkacke, wie mein Kumpel das hier gemacht hat. Okay, der ist das jetzt auch so angegangen, ja? Also... Ich bin mir echt noch unsicher, ob ich da 3x Schaden drauf will. Ich guck mal, ob man irgendwo Haltbarkeit draufzimmern kann. So, hier könnte man tatsächlich Haltbarkeit draufprügeln. Und hier unten nochmal normalen Schaden. Ja, ich glaube, 30% gegen Leiden ist. Versuche doch 6 Sekunden lang Leitschaden. Ah, ich weiß es nicht. Ah, egal. Sollte ich es verkackt haben, kann ich es ja nachher immer noch umtauschen. Ist ja kein Problem. Jetzt machen wir hier auf jeden Fall mal Schaden drauf. Zack. Jetzt haben wir da Schaden drauf und hier machen wir
Haltbarkeit drauf. Zack. Jetzt haben wir nämlich auch keine Vorteil-Fix mehr. Aber ein bisschen was zum hier hochleveln haben wir noch. Dann machen wir hier auf jeden Fall den Schaden hoch. Und dann fehlen mir auch blaue Teile. Da muss ich auf jeden Fall erstmal wieder farmen gehen. Sollte aber auch reichen für den Test. Jetzt probieren wir die ganze Nummer mal aus. So, jetzt haben wir uns hier auch ganz geschmeidig in eine 100er-Mission reingeballert. Weil ich will natürlich auch testen, wie das in meinen Hauptmissionen funktioniert und nicht in irgendeiner Low-Mission. Da ist klar, dass das alles wegklatscht. Jetzt packen wir hier auf jeden Fall einmal den von meinem Kumpel rein mit dreimal Schaden und Nachladegeschwindigkeit. Und dann ballern wir mal den hier rein. Der ist natürlich noch lange, lange nicht fertig gemaxt, das ist klar. Aber ich will auch mal gucken, wie viel die Haltbarkeit tatsächlich bringt, ja. Auf so einem Edelwerfer, wenn das sowieso alles wegklatscht, ist natürlich eine nice Nummer. Wenn man da Haltbarkeit nochmal mit drauf hat. So, jetzt gucken wir mal. Hier, wird aufgeladen. Jetzt komm bitte, das ist jetzt meiner. Und? Naja, okay, also die Hälfte, muss ich sagen, wurde durch die Fässer hier gemacht. Ah, für die Kleinen reicht es noch nicht ganz. So, jetzt müssen wir uns hier mal neue suchen. Jetzt müssen wir uns hier mal neue Kleine. Jetzt probieren wir den von meinem Kumpel mit dreimal Schaden. Und voll legendären Perks. Ja gut, da sehen die, das sind 75.000er Hits. Da sehen die kein Land mehr, die Viecher. Das ist echt krass. So, jetzt meinen nochmal im Vergleich. Hey, ja das war es ja wieder komplett hier. So, 75.000er bei meinem Kumpel. Das waren gerade mal 55.000er. Das ist aber echt ein brutaler Unterschied. Ja, klar, der hat das jetzt auch auf legendär. Verursacht Leitschaden. Wie seht ihr die Zahlen selber? Wieder 70.000. Wenn man den ganz auflädt, ist der Schaden dann auch mehr? Oder ist nur die Breite mehr? Ich glaube, es ist nur die Breite mehr. Wenn ich jetzt so... Ja, okay, es sollte nur die Breite sein. Können wir auch so mal gucken. 40.000. 60.000. Ja gut, der knallt halt schon einfach echt mehr rein, Alter. Das ist einfach brutal. So, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, das Ding ist ja auch übergeil, um irgendwelche Wände wegzuknallen. Das rasiert hier einfach durch, ja. Also die ersten zwei Wände nimmt es meistens mit und dann halt je nachdem, wie viel der Schaden noch reicht. Aber das ist ja echt geil. Da kann man auch echt gut Häuser mitklären. Ja, meint der war wahrscheinlich komplett aufgeladen. Nee, war er nicht. Aber das ist echt cool. Wenn der hier durch die Wände so durchflitzt, zack. Das ist so wie mit dem Teil hier. Schön, wenn man mal ein paar Häuser aus dem Weg schaffen muss. Geile Nummer. Wirklich geiles Teil. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Kauft es euch. Ist jetzt aktuell im Event-Shop für 7 Tage. Auf jeden Fall ein Ding. Na gut, also wie der jetzt nachher geskillt werden soll, bin ich mir echt noch unsicher. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt vielleicht die kompletten 3000 Vorteil fix komplett in den Müll geschmissen habe, weil ich hier irgendeine Kacke zusammen getauscht habe, die hätte vielleicht gar nicht sein müssen oder anders besser gewesen wäre. Aber da werde ich auf jeden Fall mal beim Evonix gucken, der macht da echt immer gute Tutorials drüber. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt euren Battletag unten rein, wenn ihr das Ding mal ausprobieren wollt. Ich finde es auf jeden Fall nice. Der Damage sieht hier vielleicht nicht so krass aus, weil das hier 100er Missionen sind, aber es sind halt auch einfach 100er Gegner, ja, also das sind die maximalen Gegner, na gut, ein bisschen höher geht's noch, Gruppenmission mal 4, aber ansonsten ist das schon so das Stärkste, auf das man treffen kann hier im Game. Ich bin mir ziemlich sicher, auf jedem anderen Level wird der alles one-shotten und ja, genau, haut rein!